In den letzten Tagen wurden Bürger in der Magdeburger Innenstadt zu ihren Gewohnheiten beim Einkaufen und der Attraktivität des Stadtzentrums befragt. Es geht zum einen, was den Bürgern gefällt, aber auch um Kritik. Aus den Antworten sollen Konzepte für zukunftsweisende Innenstadtlösungen entstehen. Auftraggeber ist das Wirtschaftsdezernat der Stadt. Die Umfrage Vitale Innenstädte fand fast zeitgleich in über 100 deutschen Städten aller Größen und Regionen statt. Die Datenerhebung erfolgt anhand eines einheitlichen Fragebogens. Für Wirtschaftsbeigeordnete Sandra Yvonne Stieger sei es wichtig, in Zeiten des Wandels und der Krise die Innenstadt neu denken, zu konzipieren und zu gestalten. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse, die eine wichtige Planungsgrundlage für standortspezifische Maßnahmen bilden, so die Wirtschaftsbeigeordnete. Magdeburg beteiligt sich bereits das vierte Mal an der bundesweit durchgeführten Analyse. 2014 bewerteten die Passanten die Innenstadt mit der Schulnote 2,6, 2016 mit 2,7 und 2018 mit 2,5. Die Ergebnisse der diesjährigen Befragung werden im Januar 2021 erwartet. Die Analyse Vitale Innenstädte wird im Zweijahresturnus vom Institut für Handelsforschung in Köln, IHF, durchgeführt. So geht es um Wünsche und Anforderungen der Gäste, Einkaufsverhalten, Erreichbarkeit, Digitalisierung, Erlebnis, Rolle der Gastronomie und zukünftige Perspektiven.